man sieht jetzt schon, jetzt wird es schon so ein bisschen dunkler, jetzt wird es auch schon ein bisschen schwerer mit den Zombies erkennen und Das sowas, ne? stimmt, das stimmt. Ah, zum Glück habe ich nie den Nachtsichtgerät zu Hause gelassen. Hast du es echt zu Hause gelassen? Nee, zum Glück habe ich es nie zu Hause Ah, gelassen. okay. 1911. Ich habe gerade eine MP7 hinter der Theke gefunden, hier im Restaurant. Gewebebandseil. Oh, Kogam 14 Mini, ich bin voll. Hoch. Schießpulver, ich mag dich so sehr. Da kommt ein Zombie zu mir her. Habe ich vorhin, wie du den Disconnect Kannst hattest. du schon, kannst du jetzt schon an den irgendwas stecken von forstmäßig hier? Gewebeband, Schießpulver, Besen und Nägel, glaube ich, habe ich. Also ich habe Gewebeband und Schießpulver. Einmal jeweils. Okay. Ja, dann würde ich dir das hinschmeißen, ne? Also ich habe noch Metallschrott, Aktivkohle, leere Flasche und Lumpen. Salbe habe Eigentlich ich schon. auch noch. Nee, aber sonst. Nee, Ja, kann ich die die Salbe Items kannst du erstmal geben? wegschmeißen, glaube Schere habe ich auch noch. Ich könnte jetzt langsam mal ein bisschen was leerballern, wenn ich ehrlich bin. ich. Warte mal, so von Fressen her, Schokoriegel, Müsliriegel, Nee, da habe ich gar nichts. Ich habe nur Cola-Dose, Chips, Instant-Haferbrei und Mini-Saints. Mini-Saints könnte ich nicht stecken. Warum eigentlich nicht? Sieht aber noch so ziemlich milchig aus. Oh Gott, egal wie du es machst. Ja, mit ist Hochkacke, ne? Warum haben sie sich einfach so gelassen? Gehen wir ins Postoffice rein. Also ich weiß noch die ersten Tage, wie ich das Spiel gespielt habe, denn nachts immer Helligkeit des Monitors komplett hoch und Ja, richtig. dass man überhaupt ein bisschen was sieht, ne? Das waren ja die Misserfolge von Yeldi und mir, wo wir denn da unterwegs gewesen sind und irgendwann, wo es noch keine Gruppenfunktion gab. Ich brauchte Hilfe, Yeldi kommt angerannt, ich dachte, es wäre ein Zombie, pam, tot. Okay. Naja, egal. Aber da sieht man schon den Entwicklungsstand vom Spiel eigentlich. Kommt wieder eine MP7. Okay. Oh, was hier alles drin liegt im Supermarkt. Schokoriegel. Müsli-Riegel. Seil kann ich mitnehmen. Instant Haferbrei auch. Also hier ist eine Leberdose auch. Workbench, falls ihr eine braucht. Ja, ich komme gleich. Wo bist du? Warte, 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 warte. Ach, da drüben, alles klar, weiß ich Bescheid. Oh ne, das, was ich gerade gefunden habe. Was denn? Warte, sag ich dir gleich, sag ich dir gleich, sag ich dir gleich. Ein Military Backpack. Sag ich dir gleich, sag ich dir gleich. Wo bist denn? Hier, ich komme jetzt zu dir. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Pass auf, bleib mal stehen. Ach nee, eben noch drüber gesprochen, aber keine Geräusche, ne? Nee, keine Geräusche, nein. Geil, sehr geil. So, mal kurz reparieren. Die fehlt mir auch noch in der Sammlung. Hä? Welches davon ist denn die Workbench? Na hier drin, Ach genau. da! Oh, es ging aber noch 65 Dollar. Ich Kein hatte 111. Benzinkanister hier drin, ne? Ne. Schade. Supermarkt war ich. Ich gehe nochmal hinten auf die Kisten gucken. Oh, wie viele Zombies, alter Vater. Hör doch ob. Pass ob. Komm mal her, du Kleiner.
Klick. Aber wie ist die erste Waffe leer? Ist doch schon mal was. Was haben wir denn noch? Noch eine 1911er. So. Oh, keine Soundgeräusche mehr gehabt gerade. Oh, hier im Müllcontainer liegt auch was. Eine 1911er. Ja, ich hab sie gerade weggeschmissen und krieg eine neue. Fick you, ey. Oh, nicht schlecht. Oh, hier hinter der Kiste liegt noch was. Auch eine Schusswaffe. Sieht aus wie eine Anaconda. Und? Was ist es? Es ist eine Anaconda. Und wer kann sie nicht mitnehmen? Genau. Ach, wie mache ich denn das jetzt? Pass auf, ich schmeiß die Bengalfackeln weg. Bengalfackeln könnte ich stacken. Okay, die sind dann hier bei mir, falls du noch gehen willst. Ich hab hier gerade erstmal eine 19-Euro gefunden. Ja, ansonsten lassen wir sie liegen. Ich meine, Bengalfackeln haben wir jetzt. Ja, wenn so liegen, das ist mir scheiße, ja. Ich würde jetzt gerne bloß die Schusswaffen mitnehmen. Zwecks Munden. Die ich dann sowieso verballern. Ich weiß nicht, das Nachtsicht ist mir irgendwie zu komisch eingestellt jetzt. Das ist jetzt noch zu hell, ne? Also. Irgendwie komisch, total komisch. Warum haben sie es nicht gelassen wie vorher, ganz ehrlich? Das ist so milchig, als wäre da irgendwie so ein leichter Film drauf. Mhm. Ne? Aber ohne so kacke. Das stimmt. Ohne ist jetzt wieder richtig dunkel. Wobei das ja auch wieder gut ist, dass sie das jetzt wirklich so gemacht haben, dass wenn es dunkel ist, auch dunkel ist, ne? Naja, klar. So. Ach, Folge ist auch gleich schon hochgeladen. Schon ist gut, wir sind jetzt schon wieder eine Stunde fast unterwegs, alter Schwede. Mhm. Die Wege sind echt extrem lang. Und das ist schon um 3 wieder, ne? Mhm. Ah. Wenn man mal daran denken wollte, dass wir eigentlich gestern 7 anfangen wollten oder so, ne? Naja. Aber was soll's. Ich meine, ich finde es immer lustig, wenn du dann so Leute dabei hast, die dann morgens schon irgendwas aufnehmen wollen, obwohl sie wissen, dass man eigentlich Nachtschichtler ist, so ungefähr, weißt du? Oh. Ich meine, du weißt das, du weißt ja schon ungefähr, wann ich immer online bin, aber manche Leute gehen immer davon aus, wenn ich dann mal was war das denn jetzt, wenn ich einen Tag Wochenende habe, dass ich dann irgendwann so um die Mittagszeit, so um 12 Uhr mittags aufstehe oder sowas, weißt du? Ja. Und dann schon praktisch direkt an den PC direkt aufnehmen und keine Ahnung was, also pff. Das geht mal gar nicht, weil... Tja, warum mache ich das nicht? Also, es gibt da so etwas, das nennt sich Erwachsensein. Man hat eine eigene Wohnung, hat einen Haushalt. Genau, liebe Kinder, Haushalt nennt man das. Klingt komisch, ist aber so. Oh Mann. Nee, aber wie also gesagt... Zimmer aufräumen, bloß mehr Räume. Genau, so ungefähr. Und das macht man dann meist ja immer, wenn man wirklich dann die freien Tage hat und sowas. Also ich muss sagen, hier das Haus ist gut bestückt. So Taktikmesser, Helm und so weiter kann man nicht drüber klagen. Echt, ja? Ein Spaten liegt hier. Also ich habe hier gerade so eine Zombie-Olle getötet und die hat einen Double-Dorp gehabt. Einmal Kohle und ein Weihnachtsspezial. Ja, das hatte ich auch schon. Das ist nice. Ich weiß immer nicht, was man aufnehmen soll davon. Mittlerer Rucksack, Golfschläger... Ach, guck mal hier, eine Nagelpistole. Ja, Mensch. So, dann droppen wir erstmal den Besen neben die Nagelpistole. Nimm das Magazin raus. Rucksack ist voll, das wissen wir. So, Item droppen. Nagelstreifen nehmen. Stacken. Alles super. Du ballerst schon wieder fröhlich darum. Lumpen. Ja, na, weil ich die Waffen loswerden will, genau. Lumpen könnte ich nehmen. Ja, das Pistol alle. Ja, die Dinger hier. Das sind Zombie. Boah, verzieht die, ey.
Ja, bis die hier oben ist, Ne, die habe ich schon. So, kann ich die 19 Ilver auch wegtun. Jetzt kann ich die nächsten 19 Ilver leer ballern. Ich wollte nämlich gerade irgendwas aufheben. Genau, den Lumpen. Ist mir wichtig. Den brauche ich. So, die eine MP7, die kann ich verballern. Die hat bloß 23 Schuss und die andere, die hebe ich nur auf. Die ist noch voll. Aber guck mal, wie dunkel das jetzt schon geworden ist, ja. Warte. Boah. Krass. Und das mit dem Wind finde ich geil, mit den Windpfeifen. Ja, das Auch nicht stimmt. schlecht, ne? Die Waffen verziehen wieder extrem. Finde ich aber jetzt ja nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Aber Ist ein so bisschen extrem. realistischer. Klar, aber das ist schon ziemlich extrem. So, So. ganzen Pistolen leer geballert, findet man gleich die nächste. Tja. Ah. So wie bei mir eben mit der 1911. Irgendjemand hat doch Kohle gedroppt. Wo warst du denn? Hier. 31 Ich habe da noch Dollar. eine Kruger Pistole für dich wieder. Okay. Platz fürs Magazin hast du nicht, ne? Wir sehen noch nicht mal so gucken. Boah, hier kann man sich schon verlaufen jetzt in der Baustelle. Die ist ja riesengroß geworden. Da sind sechs Kugeln drin, also. Aber ich kann die Magazine ja stacken. Ja, aber das ist ja bloß ein halbes Magazin. Ja, aber ich habe hier noch angebrochene. Warte, ich mach hier die eine Pistole alle. Jetzt kommen die alle zu dir ran, wa? Ja, zwei Stück waren's. Ah. Bitte auch ihn haben. Hier ist noch eine Workbench, falls du brauchst. Und was ist hier eine Nagelpistole? Na toll. So, gleiches Prinzip wie eben. Ladestreifen, ich weiß, ich bin voll. Nagelpistole droppen. Nagelstreifen aufheben. Nagelstreifen stacken. Nochmal reparieren kurz. Oh, 20 geht eigentlich. Bist du jetzt aus Haus gegangen? Nein, ich bin jetzt draußen. Ich bin zu hell hier drin. Oh, Weiter. irgendwo kam ein Da Zombie doch. oben. Ah, hinter, da. Genau, deswegen habe ich geschlagen. Ich habe gedacht, du kamst gerade um die Ecke, dass du der Zombie wärst. Boah. Aber zum Glück kann man sich nicht mehr selber umbringen. Das stimmt, ey. Boah, ich werd alt. Ohne Scheiß, ich werd sowas von alt. So, Castle Pine haben wir da vorne ja schon. Ist er hinterm Hügel? Oh, kommst du mal hier hoch denn, bitte? Ja. Hier liegt was für dich. Bist du über die Kisten gegangen oder was? Nee, innen drin ist eine Treppe. Ach so. So, kann man da runter vom Haus gucken? Da liegen, hinten sind zwei Container. Kannst du da reingucken, ob da irgendwas drin ist? Ja, da war ich schon drin, da ist eine Stunde. Wo komm mal hier hoch, bitte? Ja, ich bin gerade dabei. Ich suche die Treppe. Hier ist sie doch. Da liegt was für Ist. dich. Also ich habe dir noch den eben Ladestein damit hingepackt. Ne, die Nachtsicht ist blöd eingestellt. Jo, dank dir. Hier die Nahepistole meine ich Ach so. eigentlich. Ja, die kann ich auch mit aufheben.